Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier im Mittelalter. Wir spielen eine Runde Bridge Constructor, sind in Level 2, Brücke 8. Und unsere Aufgabe ist, baue eine Brücke für König Harolds heimliches Treffen. Gib nicht mehr als 30.000 aus. Okay, das heißt, wir müssen wieder mal sparen. War ja klar. Okay. Baumeister, ich muss Lady Schmotterfink einen Besuch abstatten. Es muss allerdings nicht jeder wissen. Darum baut mir eine Brücke auf dem Weg hinter dem Schloss. Verwendet nur Holz und Seil, sonst merkt der Lagermeister etwas. Okay, also Seile und Holz. Dann werden wir das Ganze erstmal wieder nach dem üblichen Muster machen. Wir machen unsere Brückenstücke so weit es geht. Immer über jeden Teil drüber und haben hier an der Seite haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen abzustützen. Das heißt, wir gehen hier so gut es geht ein bisschen nach oben. Der nächste Teil hier, es muss ja, wenn es mit Seilen hantiert, müssen wir das Ganze ja ein bisschen auch, soll es eine gewisse Neigung haben, allerdings nicht zu stark, einfach damit die Seile hier eine gewisse Schräge auch haben. So, so, hier haben wir die erste, obwohl da brauchen wir keinen. Das Holz muss ja nur den Zug und das andere wäre da sogar noch ein bisschen. Da können wir auch Seil stattdessen benutzen, da brauchen wir kein Holz. Ja, und auf der anderen Seite hier brauchen wir auch eine entsprechende. Das heißt, wir machen hier auch wieder ein Schrägi. Gehen hier auch wieder gerade nach oben, machen hier noch eine gewisse Absicherung rein, gehen hier auch noch mal ein nach oben und sichern das Ganze hier auch noch mal einmal ab. Jetzt brauchen wir nur wieder Seil für alles, das heißt, jeder Teil muss natürlich hier nach. Habe ich jetzt hier schon Seil? Ja, das sieht eigentlich gut aus. So, dann einmal hier absichern. Und jetzt kommen wir zu den einzelnen Brückenteilen. Das heißt, wir haben hier. Das hier ist Teil 2. Können wir auch noch zu Teil 3 gehen, aber ich glaube, das wird uns nicht langen. Deswegen machen wir hier mal wieder einmal, zweimal. Ich glaube, die kleinen Hölzer würden dem Druck nicht standhalten. Einmal noch ein weiteres Zugseil. Und auch hier probieren wir noch einmal das Ganze aus. Okay. Okay. Da hinten bricht uns eh schon alles auseinander. Oh mein Gott. Wir brauchen eine Querstrebe. Nochmal. Eins, zwei, drei. Wir machen den Turm mal ein bisschen kleiner, glaube ich. So. Also, wir gehen nicht komplett hoch, sondern wir gehen nur die Mindesthöhe hoch. Hier an der Seite gehen wir ein zur Seite. Und hier, wo wir weiter nach oben gehen, gehen wir auch ein zur Seite. Dann brauchen wir hier eine Stütze. Hier könnte ich eine Stütze brauchen. Das Ganze müssen wir vor dem Einsturz wieder ein bisschen absichern.
einmal. Und der Rest können wir. Na, machen wir hier noch eine Sicherung rein. Der Rest können wir eigentlich wieder schön durch Seile halt eben machen. Das heißt also, hier hinten kommt wieder eine Sicherung hin, damit uns der Teil nicht umfliegt. Der Teil muss abgesichert werden. Dann müssen wir das erste Brückenstück absichern. Und das zweite sollte dann eigentlich auch geben. So, sieht nicht schlecht aus. Der linke Teil hält. Da wird es jetzt logischerweise durchbrechen. Nö! Hebt sogar! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es war unter 30.000 und somit hat es gelangt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen... Ah, nee, jetzt kommt ja noch die Geschichte. Oder auch nicht, es kommt keine Geschichte. Morgen geht's dann in Welt 3. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao!